Mein kleiner Bruder Max und Finn haben sich heute in der Schule verabredet und wollen sich in drei Disziplinen duellieren. Und zwar, wer es schafft, schneller ein Mädchen zu erobern. Sie wollen ein unglaublich heftiges 1 vs 1 machen. Und das Ganze abschließen wollen sie mit einem Diss-Track-Rap-Battle. Hallo Finn, bist du da? Hallo Max, ja, ich bin da. Ja, bist du bereit jetzt für Battle? Ja, ich werde dich besiegen. Okay, wir müssen jetzt ein Schere, Stein, Papier machen. Ich habe nämlich die Sophie gefragt. Das ist ja noch so ein Mädchen aus unserer Klasse. Aber die weiß, dass das nur aus Spaß ist. Aber wir müssen trotzdem probieren, die so zu beeindrucken, weißt du? Okay, aber das darf ich nicht Marie sagen. Ja, das ist auch gar nicht so schlimm, weil das ist eh nur aus Spaß, weißt du? Ja, okay. Okay, mach mir Schere, Stein, Papier und der Verlierer muss zuerst mit der Sophie schreiben, okay? Okay. Okay, 1, 2, 3. Was hast du? Ich hab Schere. Ich hab auch Schere, nochmal. 1, 2, 3. Ich hab Stein. Ich hab Papier. Ach so. Oh, dann muss ich anfangen mit der Sophie. Du darfst dann auch zugucken, was ich mit der schreibe und dann sagen, ob das schlau ist oder nicht. Oder mich... Nein, veräppeln darfst du mich nicht, aber ich schreibe jetzt mal kurz der Sophie, dass wir so weit sind. Okay. So, Finn, die Sophie ist jetzt da. Jetzt muss ich anfangen. Und du darfst jetzt hier gar nichts sagen. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Du kannst schreiben, dass sie richtig... doof ist. Nein, hallo Sophie. So muss man erstmal so vorsichtig anfangen, weißt du? Hallo Max, alles klar bei dir. So, warte jetzt, pass auf, das darfst du aber nicht nachmachen. Sophie, weißt du, wie heute noch mehr alles klar ist, wenn wir Burger... Pommes essen. Das muss man immer schreiben, Finn, weißt du? Damit dann so, weißt aber du? Aber Burger Pommes ist von mir, Max. Nein, das habe ich jetzt schon gemacht, weil ich bin anfangen. Ich muss anfangen. Jetzt nein, gucken. Ist von mir. Nein, gucken wir jetzt, was die Sophie sagt. Burger Pommes klingt sehr gut. Ja, guck, jetzt habe ich schon gut gemacht, weißt du? Und jetzt schreibe ich, ich komme mit meinen, was? Mit meinen Bruder AMG. Weil mir hat der V gesagt, man muss immer sagen, dass Bruder AMG hat. Das ist immer gut für, weißt du? Ich glaube, das wirkt voll so angeber und so. Nein, nein, das bestimmt nicht. Oh, interessant. Aber du kannst mich auch einfach so abholen. Die will ich hab gar gesagt, nicht, das wird voll angebermäßig. Die will gar nicht mit AMG fahren. Was ist das denn? Das machen doch alle, oder? Warte, dann schreibe ich. Ich kann dir alles kaufen aus McDonald's. Auch 10-mal Eis. Weißt du, weil das ist schlau, wenn ich dir sage, 10-mal Eis kaufen. Ja, bald ist so Ostern, da kann man ganz viel Eis essen, ja. Aber ich glaube, so viel Eis, da kriegt man so Durchfall. Nein. So, ich habe schon mal so 12 gegessen. Wollen wir nicht einfach einen Burger essen mit Pommes? Oh, das ist jetzt nicht so gut. Die hat gar keine Lust auf Eiscreme. Warte, dann schreib, ich muss mich konzentrieren. Okay, wie du willst. Ich hole dich ab mit meinem Fahrrad. Und dann, Burger Pommes. Dann das Verbotene, weißt du? Das muss man nämlich schon vorher schreiben, dass das so klar ist, weißt du? Muss man schon vorher sagen. Jetzt mal gucken, mein Du bist voll schlecht, Max. Nein, die wird das jetzt gleich ganz toll finden. Max, das ist mir ein bisschen zu schnell. Hä? Wieso denn? Aber Burger Pommes können wir gerne machen. Ich hab dir gesagt, du bist nicht gut in sowas. Warte, ich schreibe jetzt letzte Nachricht. Okay, ich fahre los. Mein Fahrrad hat coole Reifen. Weißt du? Das ist voll das hässliche Fahrrad. Das ist voll billig. Gar nicht! Mein Fahrrad ist von Sportfahrrad. Ich hab so ein cooles BMX. Ich habe jetzt geschrieben, ich fahre los, mein Fahrrad hat coole Reifen. Der hat geschrieben, bis gleich, Max. Okay, ich glaube, ich bin fertig, jetzt bist du dran. Und danach muss die Sophie sagen, wer besser gemacht hat.
Okay. Okay, Max, ich bin jetzt in Lobby mit Sophie. Ja. Und ich schreibe was Romantisches. Und hallo? Ja. Hallo, Sophie. Hat es wie getan, als du... Ey, bleib mich ein! Als du vom Himmel gefallen bist. Das schreiben nur so alte Leute. Nein, es schreiben romantische Leute. Nein, das ist voll langweilig. Oh, sehr süß, Finn. Nein, hat es nicht. Ich hab jetzt schon ein rotes Herz bekommen, Max. Das ist bestimmt falsch geschrieben von ihr. Die wollte bestimmt einen bösen Smiley machen. Ich schreibe, okay, zum Glück, weil du ein Engel bist. Das schreiben nur Kindergartenkinder, Finn. Wenn du willst, können wir heute Abend italienisch essen gehen. Das mag kein Mädchen, die mögen nur Burger Pommes. Das ist aber romantisch. Und das mögen Mädchen manchmal, nein, wenn man so... Nein. Spaghetti essen geht und dann mit so Apfelschorle. Nein, nein, nein. Das mögen die gar nicht. Doch. Baufin, da hast du dir aber was überlegt. Sehr gerne. Ich hab dir gesagt, Max, ich bin besser. Hä? Geht gar nicht. Ich schreib, okay. Ich hole dich ab und wir machen Sonnenuntergang spazieren. Am See davor. Das mag mögen kein Mädchen. Nein, die mögen nur Fußball und das Verbotene. Aber ich hab das mit Marie gemacht und die fand das toll. Das mag die Sophie bestimmt nicht. Ich freue mich schon, wenn du das bloß ernst meinen würdest und es Marie nicht geben würde. Ich glaube, Sophie steht auf mich. Das kann gar nicht sein. Du hast alles falsch gemacht. Nee, ich habe eindeutig gewonnen. Du darfst jetzt noch eine letzte Nachricht schreiben. Und dann gehen wir mit Sophie in ein Lobby und dann sollt ihr entscheiden, wer gewonnen hat, ja? Okay. Ich freue mich auch bis heute Abend, Sophie. Bis dann und ich hab rotes Herz bekommen. Die lügt nur. Ich komm jetzt auch wieder in die Lobby rein und dann soll die sich entscheiden zwischen uns, okay? So, Finn, ich bin jetzt auch wieder in der Lobby und jetzt schreibe ich der Sophie. Okay. Also, wer hat gewonnen? Finn oder ich? Weißt du? Das ist ja ganz klar, dass ich gewonnen habe, weißt du? Ich glaube eindeutig, ich habe gewonnen. Das gucken wir jetzt mal. Und gewonnen hat... Finn, ja! Nein! Ich hoffe, wir treffen uns wirklich später. Ich hab dir gesagt, Max, ich bin besser als du. Du hast so gecheatet, das waren voll langweilige Sachen. Jetzt machen wir 1-1. Okay, ich gewinne sowieso. Nein! So, Finn und ich machen jetzt 1-1. Ich muss jetzt genau überlegen. Wisst ihr, ich glaube, der Finn, der nimmt bestimmt den Edgar. Und was man dann machen kann bei den Edgar, ist, man kann den Shelly nehmen. Weil wenn ich den Shelly habe, dann kann ich den Edgar so richtig so, BOM! Dann hat der gar keine Chance. Das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt so schon mal hier, warte, noch mal einmal so die guten Sachen auswählen. Und jetzt ist perfekt ausgewählt und jetzt kann ich nur noch gewinnen. Okay, ich denke, Max wird wahrscheinlich Max nehmen, weil es sein Lieblingsballer oder vielleicht Barley, weil er den auch mag. Und ich glaube, ich nehme deswegen Mortis. Dann werde ich ihn richtig hops nehmen. Und wir müssen bei Mortis das hier nehmen. Und das hier. Und das hier. So, Finn, bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, go. Du hast hier Edgar genommen, ich weiß ganz genau. Wieso hast du Mortis genommen? Nützt unfair, ich dachte, du nimmst Barley oder Max. Wieso hast du Mortis genommen? Das ist ja voll doof, Finn.
Mann, das ist voll unfair, Max. Das ist voll unfair, du weißt, ich bin besser als du. Nein, du hast einfach doof genommen, Ballern. Da kannst du gar nichts machen. Guck, schon wieder gewonnen. Ey, Mann, ich werde trotzdem gegen dich gewinnen. Nee, kannst du gar nicht. Du kannst mir schon den Pokal geben, weißt du, weil ich habe eh schon gewonnen, weißt du. Ciao. Ey, Mann, das ist voll unfair. Ja, also ich hol mir mal eben kurz einen Kakao und dann hab ich gleich gewonnen. Ui, nein. Oh, Finn, ja, glaubst du kannst mich noch holen? Mann, ich kann dich nicht killen mit Mortis. Ja, 10-1. Jetzt musst du morgen in der Schule sagen, über den Lautsprecher von den Schulleiter, dass Max der Beste ist, weißt du? Nein, das muss ich nicht. Ich lüge nämlich nicht. Doch, so, gewonnen. Und jetzt stehst du 1-1 und weißt du, was jetzt kommt? Du kannst dich dran erinnern, jetzt kommt das Ultimative, weißt du? Was kommt jetzt Web-Battle, nochmal? Web-Battle, wie bei den einen YouTube, der so immer die Battles macht von Weapon, weißt du, Dishtrack. Da werde ich dich komplett zerstören. Nein! So, Finn, ich habe jetzt einen Beat rausgesucht. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Mach du erst. Okay, also wir machen so circa eine Minute, aber nicht länger. Vielleicht auch kürzer, wenn man keine Ideen mehr in den Kopf drin hat. Und ich muss einmal kurz überlegen. Ja, ich habe eine Idee. Bist du bereit jetzt? Bin bereit, ich werde dich komplett zerstören. Nein, ich fange jetzt an, los. Ja. You go. Finn. Ich muss das lauter machen jetzt hier. So. Finn! Weißt du, ich bin viel besser am Brawl als du. Und die Sophie, die hat nur gesagt, dass du gewonnen hast, weil die will, dass der Verlierer gewinnt, weißt du? Ja! Finn! In der Schule klaue ich immer dein Pausenbrot. Aber du hast das gar nicht mitbekommen, weil du nur bei Marie bist. Letztens im Matheunterricht habe ich einfach deine Aufgaben abgeschrieben. Da hattest du gar keine Chance und der Lehrer hat dann mir eine 1 gegeben. Ja, und letztens war ich Burger Pommes essen und dann hat die Verkäuferin gesagt, Max, du bist viel cooler als Finn. Ja, ich hatte schon 8000 Freundinnen. Du aber nur eine einzige, ja. Und dann mache ich bei Diss-Track gegen Lom und das kannst du gar nicht, ja. Und wenn ich morgen in die Schule komme, dann macht der Direktor eine Durchsage, dass Max gewonnen hat. Jetzt bist du dran. Max, halt dich fest, du wirst jetzt zerstört. You go. Okay. Okay. Max, du klaust nicht mein Pausenbrot. Ich kick dich in den Po. Du bist in Not. Ah, immer in der Schule. Jedes Mädchen steht bei mir. Und du bist nur an der Tür. Ah. In Brawl Stars zerstör ich dich jedes Mal. Du hast Angst und du hast ein Muttermal. Ah. Ich bin sehr krass. Ich hab jeden in Brawl Stars als Freund. Und du bist von niemandem der Freund. Okay. Ah, ey. Lumex prankt dich 100 Mal in jedem Video. Ah, du bist so doof, du sexest niemals, yo. Ah. Ich bin mit Edgar und zerstöre dich. Danach tritt ich in dein Gesicht. Ah. Okay. Ah. Supercell bannt dich in dein Account, weil du bist so schlecht, du hast nichts gewonnen. Ah, fertig. Ja, jetzt müssen jetzt die Zuschauer in die Kommentare schreiben, wer gewonnen hat. Und dann, wer mehr Kommentare hat, der ist der coolere. Tschüss. Tschüss.